Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier in meiner kleinen IP-Kamera-Ecke. Ich habe heute mal wieder was ganz Besonderes hier von Insta. Warum ist das ganz besonders? Das könnt ihr vielleicht schon auf der Verpackung außen sehen. Es handelt sich dabei um eine top ausgestattete Kamera. Nicht nur haben wir eine Full-HD-Auflösung und eine LAN- und WLAN-Verbindung, sondern wir haben auch ein optisch zoombares Objektiv, also tatsächlich eine rausfahrbare Linse, einen Infrarot-Bewegungssensor, Nachtsicht natürlich mit 6 starken Nachtsicht-LEDs, beziehungsweise sind das, glaube ich, auch Scheinwerfer. Das werden wir uns gleich alles in der Praxis anschauen. Das Ganze ist natürlich eine Außenkamera, die ist schwenk- und neigbar. Also hier bleiben eigentlich wirklich keine Wünsche offen. Hier unten auf der Verpackung seht ihr mal eben einige der wichtigsten Features. Wenn ich die nicht gerade schon genannt habe, es gibt natürlich eine Zwei-Wege-Audio-Funktion, einen vierfachen optischen Zoom. ONVIF wird unterstützt, neben weiteren Video-Streaming-Protokollen wahrscheinlich. Außerdem kann natürlich eine Micro-SD-Karte eingelegt werden zur Speicherung von Alarmdaten zum Beispiel. Es können dieselbigen Alarmdaten per E-Mail verschickt werden. Kamera kann geschwenkt werden. Das Ganze ist per HTTPS verschlüsselt erreichbar. Und natürlich, wie wir hier auf der linken Außenseite erkennen können, auch über die Insta-App. Gibt natürlich auch ein klassisches Web-Interface, welches wir vom PC aus bedienen können. Das schauen wir uns gleich alles an. Das Ganze heißt übrigens IN9020, das Modell. Das hatte ich noch nicht erwähnt. Und ja, hier auf der rechten Außenseite seht ihr nochmal einige weitere Features, beziehungsweise die schon genannten etwas ausführlicher beschrieben. Da gehe ich jetzt nicht ausführlich drauf ein, könnt ihr ja eben hier anhalten, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Panasonic WDR Bildsensor ist verbaut mit Wide Dynamic Range für brillante Farbqualität. Ja, auf der Rückseite nochmal eine schematische Darstellung und die Unterseite, dort können wir dann das Anschlusskabel elegant rausführen. Und ja, ganz unten seht ihr nochmal die Packungsinhalte, die schauen wir uns jetzt aber live an, denn so langsam habe ich zum verschlossenen Karton genug gesagt. So, schauen wir mal eben hier oben, haben wir ein bisschen einfolierten Papierkram, okay. Ich packe das jetzt erstmal alles aus, damit ich hier ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch habe. Dann eine Schaumstoffpolsterungsabdeckung. Da kommt direkt irgendwas mit raus. Genau, das ist die Wandhalterung und das Netzteil. So, ich ziehe das mal eben hier alles raus. Wie gesagt, damit ich den Karton loswerde. Die Kamera, ein Anschlusskabel, Montagematerial, eine Pinzette, okay, und ein Schraubenzieher, LAN-Kabel, WLAN-Antenne und da unten haben wir den Rest des Wandfußes, den wetterfesten Überzug für den LAN-Stecker, den Überzug für den WLAN-Antennenanschluss, den wetterfesten, falls wir die WLAN-Antenne nicht montieren, und Montagematerial, bestehend aus Dübeln und Schrauben für den Wandfuß in verschiedenen Ausführungen hier. Ja, und das war's dann endlich mit dem Verpackungsmaterial. Sortiere ich das Ganze erstmal. Die Kamera legen wir mal ein Stück beiseite. Die schauen wir uns gleich an. Erstmal kommen wir zum Zubehör, würde ich sagen. Da haben wir hier das Hauptanschlusskabel. Das konnten wir gerade schon in der Anleitung sehen. Habt ihr vielleicht gesehen, das wird mit diesen proprietären Steckern hier, sage ich mal, in die Kamera unten reingeführt. Und endet dann hier auf diesen drei Anschlüssen. Das wäre einmal der Stromanschluss dieser Klinkenholzstecker. Den verbinden wir dann hier mit dem Gegenstück des mitgelieferten Netzteils. Das habe ich hier. Sehe dann so aus. Ganz genau. Das Netzteil kommt von Insta und liefert 12 Volt bei 2 Ampere. Braucht also natürlich schon ein bisschen Leistung hier die Kamera. Deswegen wird auch wahrscheinlich kein Power over Ethernet unterstützt. Ich möchte jetzt aber nichts Falsches sagen. Also die Stromversorgung über das Netzwerkkabel, welches ihr hier einstöpseln könnt, das sehe mit dem mitgelieferten zum Beispiel so aus. Und ich blende euch auch noch mal eben ein, wie das mit dem wetterfesten Überzug dann aussieht. Den könnt ihr nämlich da drüber ziehen, ja, wenn ihr die Kamera draußen montiert, beziehungsweise solltet den da drüber ziehen, wenn ihr die Stecker nicht eh schon in irgendeiner wetterfesten Verteilerdose oder sowas drin habt. Der grüne Anschluss hier, das ist der Alarm-Input und Output, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Damit können wir die Kamera in bestehende Alarmsysteme einbinden. Auch dazu haben wir dann später viele Einstellungsmöglichkeiten, um zum Beispiel Alarme auszulösen in unserem bestehenden Überwachungssystem oder ausgelöste Alarme von dieser Kamera hier verarbeiten zu lassen. So, das war die Anschlussgeschichte. Die tun wir mal beiseite. Dann hatten wir hier Montagematerial, bestehend aus 6 Holzschrauben und 6 Dübeln. Sind alles die gleichen. Außerdem hier ja, den wetterfesten LAN-Kabelüberzug. Das habe ich euch ja gerade schon eingeblendet, wie das aussieht. Macht den auf jeden Fall drauf, wenn ihr das Kabel irgendwo in freier Natur rumbaumeln habt. So, jetzt wird das so langsam hier ein bisschen übersichtlicher. Dann haben wir hier die WLAN-Antenne. Die montieren wir gleich natürlich auch an die Kamera. Und ein bisschen Montagewerkzeug.
bestehend aus einer Pinzette, weiß immer noch nicht, wofür die gut ist, und einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher. So, die Wandhalterung bzw. die Wandhalterungen, das sind zwei verschiedene, wenn ich das hier richtig sehe, oder gehört das zusammen? Nee, das sind zwei separate Wandhalterungen. Die sind auf jeden Fall ziemlich massiv aus einem schönen Gussmaterial gefertigt und haben hier unten drunter diese Wandmontageplatte montiert, damit wir das hier später ja mit einer Schraube praktisch von der Wand wieder lösen können. Hier oben wird dann die Kamera eingesetzt und mit den drei Schrauben festgezogen. Genauso bei dieser anderen Wandhalterung. Das hier ist wahrscheinlich eher als Deckenhalterung gedacht, damit die Kamera von oben kopfüber runter gucken kann. Beide Teile auf jeden Fall aus sehr vielversprechend und massiv wirkendem Gussmaterial, nehme ich mal an. Die sollten auf jeden Fall ein paar Jahrzehnte auch in der freien Natur durchhalten. So, dann haben wir hier den einfolierten Papierkram. Da haben wir hier erstmal zwei Anbohrschablonen, einmal für die Wandhalterung und einmal für die Deckenhalterung, damit wir damit nicht an der Wand rumhampeln müssen und uns das ein bisschen einfacher machen können mit den Schablonen. So, dann haben wir hier die ausführliche Bedienungsanleitung auf Deutsch. Da werden die folgenden Themen hier beschrieben. Erstmal die Produktmerkmale nochmal ganz ausführlich hier. Ich werde das jetzt natürlich nicht vorlesen. Ihr könnt euch ja anhalten, was ihr sehen wollt. Zum Beispiel hier nochmal die Bestandteile der Kamera. Und da sehen wir auch hier nochmal direkt die zwei verschiedenen Montagemethoden. Einmal mit Deckenhalterung und einmal mit diesem seitlich weggehenden Arm der Wandhalterung. Die Erstinstallation wird uns über dieses Portal von Insta hier nahegelegt. Ich werde gleich mal schauen, ob wir das auch komplett lokal einrichten können im Netzwerk. Sprich also ja über die Web-Oberfläche, die die Kamera zur Verfügung stellt. Sowas ist mir immer lieber. Installation der Wandhalterung, das zeige ich euch natürlich in Aktion, ebenso der Deckenhalterung. Und dann können wir die Kamera natürlich auch später mit der Smartphone-App von Insta verwenden. Und die aber übrigens wahrscheinlich auch, da sie ja viele Videostreaming-Protokolle unterstützt und Standards, können wir die wahrscheinlich auch in Drittherstellersoftware einbinden. Firmware-Update, YouTube-Installations- und Setup-Videos. Ja, warum bin ich da nicht verlinkt, wenn ich das schon so ausführlich hier mache? Ausführliche technische Daten, auch die nochmal zum Anhalten für euch. Und ja, dann kommen die uninteressanten, verpflichtenden Sachen, die noch abgedruckt werden müssen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier mal zum Eingemachten so langsam. Also das ist wirklich ein sehr, sehr massives Stück von Kamera, das kann man direkt mal sagen. Hier oben haben wir den massiven, auch aus ja, einem kalten metallischen Material, auch aus Gussmaterial, nämlich angefertigten Hauptkörper der Kamera. Hier oben seht ihr die Anschlüsse, welche von dem Hauptkabel dann hier drauf gesetzt werden, beziehungsweise vorher durch den Wand- oder Deckenfuß durchgeführt werden. Das hier ist der Anschluss für die WLAN-Antenne, die können wir da draufschrauben. Oder alternativ, wenn ihr die nicht verwendet, solltet ihr hier diesen wetterfesten Überzug draufziehen, damit da kein Wasser reingerät. Schwenk- und neigbar, konnte ich gerade schon fühlen, ist das Ganze hier. Fühlt sich sehr hochwertig an, nicht so billig und plastikartig wie bei vielen günstigen Kameras. Weißer Insta-Aufdruck hier, QR-Code, Standardzugangsdaten auf den Sticker hier oben. Und ja, dann schaut uns hier die wirklich monströse Kamera an mit ihren 6 Infrarot-LEDs sind es nämlich an. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die zusätzlich auch noch eine weiße LED-Beleuchtung hat bei Alarmauslösung zum Beispiel. Das finden wir später raus. Das massive optische Zoom-Objektiv, das ist auch wirklich beeindruckend. Unten der PIR-Infrarotbewegungssensor, das hier dürfte der Helligkeitssensor sein und das kleine Löchlein hier. Da verbirgt sich wahrscheinlich das Mikrofon hinter. Und hier oben, nee, das ist nicht der Micro-SD-Schacht, hier hinten, genau, lösbar mit diesen 4 Kreuzschlitzschrauben. Dafür ist dann auch zum Beispiel der mitgelieferte Schraubenzieher praktisch. Dahinter befindet sich dann der Einschub für unsere Micro-SD-Speicherkarten. So, ich zeige euch das jetzt hier nochmal eben live. Das ist also wirklich ein klein bisschen umständlich hier mit der Klappe, muss man sagen. Vor allen Dingen, da die kleinen Schrauben auch komplett mit rauskommen. Und außerdem die Dichtung, die dahinter sitzt. Dann haben wir hier aber einen schönen Einblick in die Elektronik und sehen außerdem, dass wir hier auch schon eine Micro-SD-Karte vorinstalliert haben, freundlicherweise von Insta. Und ja, ich glaube, jetzt erklärt sich mir auch, wofür die Pinzette gerade im Lieferumfang mit drin war. Damit uns die SD-Karte nämlich nicht jetzt hier unten ins Gehäuse abfällt und verschwindet. Dabei handelt es sich um eine 16 GB Micro-SD-HC-Karte von Insta, die ich hier direkt mal wieder einsetze, damit wir uns das gleich in Aktion anschauen können mit den ganzen Alarmaufnahmen und so weiter. Ja, so sieht es auf jeden Fall da drin aus. Weitere Anschlüsse für irgendeine serielle Verbindung oder sowas hat man nicht. Wir haben, wie gesagt, am Kabel rausgeführt diesen Alarm-Input und Output, den kleinen grünen Stecker, den ich euch vorhin gezeigt habe, und das hier.
Ja, das ist ein bisschen fummelig, muss man sagen. Aber dafür sollte es dann tatsächlich vandalismussicher auch geschützt sein. Auch wenn der kleine mitgelieferte Schraubenzieher hier übrigens einen Tick zu groß war. Deswegen hole ich mir auch eben einen anderen, um die Schrauben hier wieder festzuziehen, bevor ich die Köpfe kaputt mache. Ich habe jetzt hier gerade schon die Anschlusskabel dran montiert für den Netzwerkstecker, die Stromversorgung und so weiter. Dummerweise, denn das sollte man natürlich schlauerweise vorher durch den Befestigungsfuß durchführen, entweder durch den Wandfuß oder einfach hier durch das Loch des Deckenfußes. Das könnte ich jetzt sogar noch von der anderen Seite des Kabels machen. In dem Fall des Deckenfußes kann ich das leider nicht. Oder mal eben schauen, würde ich den Netzwerkstecker und sowas alles hier durchkriegen. Ich probiere es ganz einfach mal. Auf jeden Fall, in jedem Fall müssen wir hier hinten die Rückplatte lösen. Das zeigte ich euch ja schon eben. Das tun wir ganz einfach, indem wir die nach unten zeigende Kreuzschlitzschraube hier ein bisschen lösen. Dann können wir diese schöne Platte hier nämlich rausnehmen. Und unser Kabel kommt dann gleich hier durch diesen Tunnel von der Kamera und kann dann übrigens hier gleich an der Wand entweder nach links, nach rechts oder nach unten, habe ich auch irgendwo gesehen, genau hier nach unten rausgeführt werden. Ich weiß jetzt nicht, was ich von dieser Wandbefestigung halten soll, bei so einer vandalismussicheren Kamera, dass man die einfach hier dann später prinzipiell mit einer kleinen Kreuzschlitzschraube von der Wand lösen kann. Aber nun gut, zumindest hängt sie dann immer noch am Kabel. Und dieses versuche ich jetzt ganz einfach mal hier durchzuführen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das klappt. Kann sein, dass ich das wieder abmontieren muss. Aber mit ein bisschen Gefummel kriege ich das vielleicht auch, ja, kriege ich auch von der Seite hier durch. Das ist schön. Dann kann ich das nämlich mal eben hier in voller Länge durchziehen. So, da sind wir angekommen. Das hätte man natürlich, wie gesagt, auch vorher machen können. Wäre einfacher gewesen. Außerdem hätte man das auch vor dem Montieren der WLAN-Antenne machen können. Auch das wäre einfacher gewesen. Aber gut, ich mache das jetzt mal ganz einfach so und setze den schönen Wandfuß hier drauf. Unten seht ihr schon, dass das Kabel fast in der Aussparung gelandet ist. Jetzt ist es drin. So kann ich die Kamera mal eben schön bequem hier abstellen und werde jetzt mal eben die obere Schraube hier schon mal ein bisschen festziehen, damit die Kamera ein bisschen festhält. So, das ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt noch hier ein bisschen von der Seite. Währenddessen halte ich die natürlich weiterhin fest, bis die Schrauben angezogen sind. Und ja, das ergibt doch schon ein ziemlich stabiles Bild so langsam. Unser riesengroßes Gerät hier ist jetzt tatsächlich noch wuchtiger geworden durch diesen Arm. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr stabil und vielversprechend aus. Kabel, wie gesagt, in mehrere Richtungen rausführbar. Was ich übrigens schön finde, dass dieses Anschlusskabel hier ziemlich lang ist. Das sind durchaus 2 oder 2,5 Meter. Da hat man bei vielen Kameras nur so einen kleinen 30 cm Kabelzipfel dran, an dem dann hier Netzwerk, Stromanschluss und gegebenenfalls andere Kabel hängen. Das hier ist schön, da braucht man nicht direkt neben der Kamera eine Verteilerdose bauen und kommt gegebenenfalls sogar hiermit bis in den trockenen Innenraum. Ich würde sagen, ich nehme die jetzt mal ganz einfach mit raus, mit der Wandhalterung, 3 Schrauben, 3 Dübeln und dann wird die jetzt bei mir tatsächlich direkt eine alte Kamera im Produktiveinsatz ersetzen. Die werde ich abmontieren, die neue massive Gerätschaft hier dran montieren, also da fehlt wirklich nur noch so eine Selbstschussanlage eigentlich, dann wäre das Gerät perfekt hier, sehr, sehr bedrohliche und martialische Optik, wie ich finde. Ich habe die Kamera jetzt also mal an unserem Grundstück montiert, unter dem Dach an einer vorerst provisorischen Position. Habe die verkabelt mit dem Strom und dem Netzwerk und in meinem Router, in meiner Fritzbox mal nachgesehen. Dort habe ich ein neues Gerät mit der IP-Adresse gefunden, die ich hier jetzt schon aufgerufen habe im Browser. Und wie ihr sehen könnt, lande ich dort auf der Insta-Login-Oberfläche. Dort soll ich mich laut Schnellanleitung mit dem Benutzernamen Admin und dem Kennwort Insta einloggen. Dann sollten wir jetzt hier erstmal genau den Ersteinrichtungsassistenten bekommen. Wir können die Kamera natürlich, wie gesagt, auch zum Beispiel über die Insta-App erst einrichten. Ich zeige euch das jetzt mal hier am PC. Das ist eigentlich immer so die Vorgehensweise, die ich bevorzuge. Kleine Einleitung hier, dann können wir erstmal ein Kennwort vergeben für diese Web-Oberfläche hier. Das tue ich mal gerade, auch wenn das jetzt kein sicheres Kennwort ist, vergib da bitte was sichereres. Hier kann eine feste IP-Adresse für die Kamera vergeben werden, außerdem ja die Standard-Netzwerkeinstellungen wie das Gateway und der DNS-Server. Wenn ihr das nicht braucht oder hier an der Stelle überfragt seid, dann könnt ihr das natürlich hier auch ganz einfach überspringen.
Anschließend könnt ihr euch hier direkt mit einem WLAN-Netzwerk verbinden. Hier werden die in der Umgebung gefundenen Netze angezeigt. Ansonsten könnt ihr das hier auch manuell eintragen. Bei mir bleibt die Kamera aber am LAN-Kabel. Deswegen überspringe ich das an dieser Stelle direkt. Kameraname kann vergeben werden, zum Beispiel Kamera Hof, damit wir die später einfacher im Netzwerk wiederfinden können. Kameraname und Zeitstempel kann im Bild live eingeblendet werden und die Zeitzone, die stimmt schon hier mit GNT plus 1, deswegen bestätige ich das und kann mich jetzt hier noch direkt zu den entsprechenden Apps für die Mobilgeräte teleportieren lassen, verlinken lassen. Hier kommen wir dann eben direkt zum Beispiel zum Google Play Store oder zum iTunes Store, wenn wir die gerade angesprochene App zur Einrichtung oder natürlich auch gleich zur Nutzung verwenden möchten. Jetzt bekommen wir noch hier unsere Dynamic DNS Adresse angezeigt. Die ist dafür zuständig, um unsere Kamera auch zum Beispiel von außerhalb unseres Heimnetzwerks, also zum Beispiel von einer mobilen Verbindung zu erreichen. Das erfordert dann aber in den meisten Fällen, dass ihr Ports an eurem Router öffnet zu Hause. Alternativ könnt ihr die P2P-Identifikationsnummer verwenden oder diesen QR-Code, der hier angezeigt wird, um entweder in der Insta-App oder auch in Dritthersteller-Apps von außen auf die Kamera zuzugreifen. Grundlegende Alarmeinstellungen können jetzt hier schon mal eingerichtet werden. Zum Beispiel kann der Alarm generell erstmal aktiviert werden. Alarmdaten können auf SD-Karte gespeichert werden und es kann eine Push-Benachrichtigung an die Insta-App geschickt werden. Außerdem den ganz klassischen E-Mail-Versand. Das werde ich alles später im Detail in den Einstellungen einrichten. Deswegen überspringe ich das erstmal und beende den Assistenten. Dann wird als nächstes das Web-UI geladen, ganz genau die Web-Oberfläche. Wir müssen noch hier 3 Sekündchen warten vorher. So, dann bekommen wir nochmal eine Abfrage und da tragen wir jetzt unser gerade vergebenes, in meinem Fall unsicheres Kennwort ein. Genau, und dann landen wir hier tatsächlich in der Live-Ansicht und die Kamera guckt jetzt ein bisschen nach unten, wie ihr sehen könnt, von oben herab auf den Boden. Das hier sollte die Pan-, Tilt- und Zoom-Einstellung sein, ganz genau. Damit kann ich mal eben hier die Perspektive ein bisschen nach vorne schieben. So macht das schon mal mehr Sinn. Da können wir den Gang hier mit den Mülltonnen ganz hinten sehen. Scheint aber auch ein bisschen reingezoomt zu sein. Die entsprechenden Steuerelemente finden wir hier unten rechts. Da gehe ich mal eben auf das Minus, muss ich das gedrückt halten? Ah ja, ganz genau. Dann sieht man wunderschön, wie der optische Zoom hier funktioniert. Den nehme ich jetzt mal eben ganz zurück. Dann haben wir auf jeden Fall auch eine schöne Ansicht. Ich blende euch mal gerade einen Vergleich ein mit meinem Panasonic Camcorder, was der von da oben hingefilmt kriegt. Also das ist weitwinkelmäßig schon ganz in Ordnung, was die Kamera hier schafft. So, jetzt positioniere ich die nochmal ein bisschen nach unten. Dann könnt ihr hier, wie gesagt, auch schon mal sehen, dass die Nachtsicht sehr schön funktioniert. Ich blende euch natürlich auch gerade mal ein paar Aufnahmen bei Tageslicht ein. So, was haben wir jetzt hier im Hauptbildschirm noch? Hier oben haben wir den ausfahrbaren Reiter Positionen. Dort können wir bis zu 8 voreingestellte Positionen einstellen. Wenn ich jetzt diese Position zum Beispiel speichern möchte, dann würde ich hier, glaube ich, auf der linken Seite genau erstmal Position Speichern auswählen und dann hier beispielsweise die Nummer 1 auswählen. Dann sollte er eigentlich, wenn ich die Kamera jetzt mal verstelle und ich gehe hier oben wieder auf Position anfahren und nehme die 1, genau, dann fährt er zurück auf die gerade eingespeicherte Position an 1. So, dann haben wir hier auf der rechten Seite einige Kacheln, damit können wir das Videobild anhalten, außerdem zur Insta-Webseite gelangen, in die Insta-Cloud kommen, die Kamera lautlos schalten bzw. den Ton wieder einschalten hier. Ich lasse das jetzt mal auf lautlos stehen, damit das hier nicht im Hintergrund so rumrauscht. Ich glaube, das stört ein bisschen im Video. Außerdem können wir das Ganze in den Vollbild schalten natürlich. Kommen wir mit der Escape-Taste wieder raus. Sprache der Web-Oberfläche kann geändert werden. Ja, ansonsten gibt es hier draußen nicht viel, außer dass wir hier unten noch das Video-Plugin ändern können, ganz unten rechts. Das steht standardmäßig auf der H264-Kompression. Die kann ich rausnehmen. Dann läuft das über den klassischen MJPEG-Standard, glaube ich. Allerdings ist das Bild jetzt eingefroren, wenn ich das richtig sehe. Nee, ist es nicht. Ich kann trotzdem noch rein und raus zoomen, aber die Bildwiederholrate ist, glaube ich, nicht mehr so schön jetzt. Das wäre also die Einstellung für ältere Webbrowser, die den modernen HTML5-Video-Standard nicht verstehen. Den aktiviere ich jetzt mal wieder. Dann haben wir komischerweise eine etwas schlechtere Bildqualität. Das kann aber daran liegen, dass hier noch nicht die höchste Qualitätseinstellung ausgewählt ist. Unter anderem dafür gehen wir jetzt mal hier oben links, nämlich in die Einstellungen, da wir hier draußen eigentlich alles gesehen haben. Und dort mal in die Kategorie Multimedia unter Video vielleicht.
Da können wir nämlich drei verschiedene Streams festlegen in drei verschiedenen Auflösungen hier, 1080p, 360 und 180p zum Beispiel für datenschwache Mobilverbindungen. Die einzelnen Parameter können wir dann hier einstellen, aber die höchste Verbindung hier, die höchste Qualität, die steht eigentlich schon überall auf Maximum. Gut, man könnte die Bitrate jetzt hier noch ein bisschen hochschieben. Ansonsten steht die Videoauflösung aber korrekterweise bei Full HD. Das Video-Plugin, wie ich euch das gerade erklärt habe, steht auf HTML5. Wir können alternativ auch für die Retro-Freunde Flash oder auch das QuickTime-Plugin einsetzen, wenn wir das installiert haben. Und hier, wie gesagt, dieser MJPEG-Modus, falls kein moderner Webbrowser verwendet wird. So, das lasse ich mal alles so stehen. Da könnt ihr, wie gesagt, die einzelnen Qualitäten hier einstellen für eure Videostreams, die ihr dann idealerweise hier den kleineren zum Beispiel von außen von einer Mobilverbindung aus empfangt. Dann haben wir hier noch die Bildeinstellungen. Ja, das sind so Standarddinger wie zum Beispiel die Helligkeit. Falls euch hier irgendwas nicht gefällt, dann könnt ihr das direkt so übernehmen und ja, seht dann auch im Hintergrund direkt den Effekt. Kontrast mal hier ein bisschen rausgenommen oder auch den Farbton mal ein bisschen hochgesetzt. Ja, bringt es natürlich insbesondere im Dunkeln nicht viel. Deswegen stelle ich das mal alles wieder auf Standard zurück. Bin hier gerade im Nachtmodus. Hier gibt es auch noch eine erweiterte Einstellung. Ich werde jetzt hier auch nicht auf alles eingehen, da die Insta-Kameras bekanntermaßen immer sehr umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten haben. Dann würde ich hier 3 Stunden lang quatschen. In den Bild-Overlays können wir Texte einblenden, wie zum Beispiel den Kameranamen und den Zeitstempel. Das seht ihr ja hier oben live. Beziehungsweise, nee, doch, seht ihr wohl, da Kamerahof und hier ist die Uhrzeit. Das könnt ihr euch anpassen, wenn ihr da irgendwas anderes stehen haben wollt oder auch gar nichts. Dann gibt es hier den Reiter Privatsphäre. Dort können wir bestimmte Bereiche des Bildes ausblenden und zwar bis zu 4 Stück. Falls die zum Beispiel nicht zu unserem Grundstück gehören, wie die aus rechtlichen Gründen nicht mitfilmen dürfen, dann würde ich jetzt hier auf der rechten Seite den ersten Bereich zum Beispiel auswählen. Und hier über das Fenster ziehen, wenn ich nicht wollen würde, dass das mitgefilmt wird. Dann aktiviere ich diesen Bereich und übernehme das Ganze. Und wenn wir dann mal eben hier rausgehen, dann sehen wir, dass wir jetzt hier einen schönen dicken schwarzen Zensurbalken tatsächlich auf dem Fenster haben. Den nehme ich nochmal eben raus, damit wir wieder ein freies Bild haben. So, können wir hier einfach deaktivieren. Und auf Übernehmen, so, der ist wieder weg, gehen wir wieder raus und ich zeige euch noch den Reiter Audio. Dort können wir das Kameramikrofon generell ausschalten und auch die Mikrofonsensitivität noch einstellen von 0 bis 10. Wenn das irgendwie übersteuert oder sonst wie Probleme verursacht, dann habt ihr da auch noch ein paar Möglichkeiten. Ich gehe nochmal eben schnell die Kategorie Netzwerk durch. Dort könnt ihr wieder IP-Einstellungen vornehmen, wenn ihr das möchtet. Eine feste IP-Adresse für eure Kamera vergeben und so weiter. Hier bekommen wir ein SSL-Zertifikat, wenn wir eine HTTPS-Verbindung, eine verschlüsselte von außen aufbauen möchten. Zum Beispiel über unseren Dynamic DNS-Server, wie ich euch das vorhin erklärte. Hier wieder die WLAN-Einstellungen, wenn wir die Kamera mit einem WLAN-Netz verbinden möchten. Die bleibt aber bei mir auf jeden Fall am Kabel hängen. Den Fernzugriff über die P2P-Identifikationsnummer oder eben den Dynamic DNS-Account, der übrigens von Insta direkt mitgebracht wird. Ihr bekommt hier eine eigene Domain von Insta, über die ihr eure Kamera dann von außen erreichen könnt. Das erfordert aber in der Regel, dass ihr einen Port an eurem Netzwerk öffnet, an eurem Router zu Hause. Das braucht ihr, wie gesagt, mit dieser P2P-Funktion nicht. Dann haben wir Universal Plug and Play. Auch das dient dazu, unsere Kamera von außen zu erreichen. Ich sprach ja gerade von den Ports, die ihr öffnen müsst in eurem Router. Wenn ihr diese Einstellung aktiviert, hier das Universal Plug and Play, dann kann die Kamera das selbsttätig tun, insofern der Router das natürlich erlaubt, sei dazu gesagt. Auch da muss die entsprechende Einstellung aktiviert sein, ist aber generell nicht empfohlen, wie es auch schon hier beschrieben wird, da das auch ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Ich würde, wenn ihr die Kamera von außen erreichen wollt, auf jeden Fall immer mit dieser P2P-ID arbeiten, die ihr zum Beispiel in die Insta-App oder auch in Drittherstellerprogramme eintragen könnt. Was ihr auch nutzen könnt, um das Kamerabild herstellerübergreifend in Drittherstellersoftware und auch Hardware zu empfangen, ist den ONVIF-Standard zu benutzen. Das ist insbesondere für digitale Videorekorder interessant. Hier kann dann noch der Port festgelegt werden. So kann die Kamera hier auch, wie gesagt, in bestehende Sicherheitskamera-Setups eingebunden werden, problemlos. In der Kategorie Features können wir die E-Mail-Einstellungen festlegen. Wenn wir bei Alarmauslösungen E-Mails verschicken wollen, dann müssen wir die entsprechenden Zugangsdaten für das E-Mail-Konto, welches verschickt, hier eintragen. Außerdem hier unsere Empfängeradresse. Das Ganze können wir vor dem Speichern testen. Und eine andere klassische Möglichkeit, was IP-Kameras schon seit vielen Jahren bieten, ist das Hochladen auf einen FTP-Server.
Dort würdet ihr dann die entsprechenden Zugangsdaten hier eintragen. Ist übrigens auch über FTPS, also über SSL-Verschlüsselung, möglich, die Verbindung. Hier können wir die Infrarot-Nachtsicht konfigurieren. Die ist standardmäßig auf automatisch eingestellt, bedeutet also, richtet sich nach dem Umgebungslicht. Die schaltet sich dann automatisch bei schwindender Helligkeit ein. Das können wir hier ausschalten und das Ganze zum Beispiel mit einem festen Zeitplan versehen. In der Regel funktioniert die automatische Steuerung aber sehr gut, deswegen lasse ich das mal so stehen. Ihr seht ja auch, wie gesagt, im Hintergrund schon, dass die Nachtsicht hier, auch wenn es noch nicht ganz dunkel draußen ist, aber dass die wirklich super funktioniert. Dann haben wir hier die Kategorie Pan und Tilt. Dort können wir eine Startposition auswählen von den vorhin eingespeicherten. Ich hatte ja auf Position 1 jetzt diese Position hier eingespeichert. Das sollten wir auch hier so auswählen, da die Kamera ansonsten bei einer Trennung der Stromverbindung auf ihre Standardposition zurückfährt, also auf die mittige Position und nicht auf die Position, wo sie vielleicht hinschauen soll, wie jetzt hier. Wir können auch noch eine Alarmposition und eine Parkposition auswählen und das Ganze resetten. Und natürlich werden Alarme während der Fahrt unterbunden und das Ganze kann natürlich auch noch mit Touren verbunden werden. Die Kamera kann also in bestimmten Zeitabständen, die wir hier einstellen können, zum Beispiel hier eine Minute oder 42 Minuten, bis zu drei Positionen anfahren, die wir eingespeichert haben, hier in dieser Reihenfolge, die wir hier angeben. Das ist auch auf jeden Fall interessant, wenn wir einen größeren Bereich hiermit abdecken wollen. In der manuellen Aufnahme hier in der Kategorie können wir festlegen, wie lang die Videodaten sind, die wir hier ja manuell aus dieser Web-Oberfläche oder auch aus der Insta-App heraus starten können. Hat keinen Einfluss auf die Länge der Alarmvideos. Die werden immer so lange aufgezeichnet, wie Bewegung im Bild erkannt wird. Management der eingelegten Micro-SD-Karte. Ich habe eine 16 GB Speicherkarte eingelegt. Die kann hier formatiert werden und standardmäßig werden aber dann sowieso die letzten Bilder natürlich überschrieben. Wenn die Speicherkapazität erreicht ist, dann kommen wir zur Hauptkategorie Alarm mit dem Unterreiter Aktionen. Dort kann überhaupt erstmal festgelegt werden, was im Fall einer Alarmauslösung, also einer Bewegungserkennung, passieren soll. Ich habe euch ja gerade zum Beispiel die Konfiguration für die Zugangsdaten von E-Mail-Versand und FTP-Upload gezeigt und das Ganze können wir dann hier aktivieren. Was ich übrigens nicht so schön generell an dieser Oberfläche hier finde, ja, dass diese Ein-Ausschalt-Buttons hier unsichtbar sind, wenn sie ausgeschaltet sind. Könnt ihr sehen, die kommen dann erst zum Vorschein, wenn ich da mit der Maus drüber fahre. Ist ein bisschen unschön gemacht. Aber hier könnt ihr im Detail einstellen, in welcher Auflösung die Alarmbilder verschickt werden sollen, wie viele auf FTP, E-Mail oder SD-Karte gespeichert werden sollen. Also auch hier weitgehende Einstellungsmöglichkeiten. Alarme können natürlich nicht nur im kompletten Bild erkannt werden, sondern es können auch wieder Bereiche im Bild festgelegt werden, die dann auf Bewegungserkennung kontrolliert werden. Und zwar bis zu 4 Stück. Wenn ich jetzt nur im Bereich hier hinten des Autos kontrollieren wollte auf Bewegung, dann würde ich diesen Bereich markieren als Bereich 1. Und zusätzlich vielleicht noch den Bereich 2 hier auf der Bank hier unten aufpassen, dass sich hier niemand unerlaubterweise hinsetzt. Dann würde ich diese beiden Bereiche hier aktivieren. Die sind jetzt rot und blau geschaltet. Und ja, jetzt würde im Fall von Bewegungsalarmen, von Bewegungserkennung wirklich nur in diesen beiden Bereichen gesucht werden. Ich möchte aber das ganze Bild kontrollieren. Kann aber hier, wie gesagt, in solchen Szenarien schon sinnvoll sein, wenn ich hier zum Beispiel ein Fenster hinter habe. Hier habt ihr das, glaube ich, gerade gesehen. Hier hat es sich hinter bewegt, irgendwo hinter dem Fenster, dass man dann diesen Bereich zum Beispiel ausspart, damit dort kein ungewollter Alarm ausgelöst wird. Im Zeitplan können wir bestimmen, wann der Alarm überhaupt scharf geschaltet werden soll. Standardmäßig ist das rund um die Uhr der Fall. Wir können das hier benutzerdefiniert anpassen, zum Beispiel zu den Tageszeiten hier von 9 Uhr morgens bis, sagen wir mal, 23 Uhr abends die Kamera wochentags hier nicht mehr scharf schalten und am Wochenende würden wir sie dann durchlaufen lassen. Das könnt ihr euch hier stundenweise oder halbstundenweise sogar anpassen. Könnt auch noch einzelne Bereiche hier unten zeitgesteuert aktivieren, die wir ja gerade festgelegt haben. Und hier oben, ja, gibt es viele Voreinstellungen noch für Arbeitszeit, nachts, invertieren und benutzerdefinierte Einstellungen, wie ich euch das gerade gezeigt habe. In den Push-Einstellungen können wir ja den Push-Service aktivieren, damit wir Nachrichten auf unserer Insta-App an unser Mobilgerät unter Android oder iOS empfangen können. Den müssten wir dann hier erstmal aktivieren. Auch hier wieder, ja, dieser versteckte Aktivieren-Button finde ich nicht sehr praktisch gemacht. Aber gut, wenn man es einmal weiß, dann ja, weiß man, dass sich die Buttons da im Unsichtbaren irgendwo verbergen. Ein Alarmserver kann auch noch mit der Kamera verbunden werden. Ich sagte ja schon, die kann generell in bestehende Alarm- oder Sicherheitssetups sehr einfach eingebunden werden aufgrund unterstützter Standards.
Und auch hier könnt ihr ein Event auslösen, indem ihr einen HTTP-Request schickt an irgendein Gerät, an einen Alarmserver zum Beispiel, der dann wiederum andere Aktionen auslöst, das Licht anschaltet, andere Kameras einschaltet oder was auch immer ihr da in einer komplizierten Konfiguration vielleicht eingerichtet habt. In der Kategorie Aufgaben haben wir die Fotoserie. Da können wir eine Daueraufnahme von Standbildern einstellen, hier in dem entsprechenden Zeitintervall, entweder auf SD-Karte, E-Mail oder FTP-Server hochladen. Und das Ganze dann auch zum Beispiel auf die Nachtstunden beschränken. Das würde ich jetzt hier zum Beispiel tagsüber rausnehmen. Und dann würde nachts von 0 bis 7 Uhr jetzt hier Montag bis Sonntag in dem Fall alle 60 Sekunden eine Fotoserie, ein paar Bilder auf der SD-Karte oder per E-Mail geschickt werden, wenn man da eine Daueraufzeichnung möchte, um nachvollziehen zu können, was da so passiert ist auf seinem Grundstück zum Beispiel im Laufe der Nacht, dann kann das ganz praktisch sein. In der Kategorie System haben wir viele obligatorische Einstellungen, wie zum Beispiel, ja, hier nochmal einige wichtige Einstellungen zusammengefasst. Auch die Bedienungsanleitung können wir uns nochmal im vollen Umfang hier digital herunterladen. Benutzer können hier angelegt werden. Das ist sinnvoll, wenn ihr die Kamera mit mehreren Netzwerkbenutzern teilt und diesen Benutzern nicht das Admin-Konto zur Verfügung stellen wollt. Wenn ihr euren Netzwerkbenutzern beispielsweise nur irgendwelche Handy-Apps zum Übertragen des Video-Live-Bildes zur Verfügung stellen wollt, dann empfiehlt es sich hier noch ein zusätzliches User-Konto anzulegen oder auch ein Gastkonto, welches dann wirklich nur Zugriff auf das Video-Live-Bild hat und sich nicht etwa in diese Hauptkonfiguration hier einloggen kann mit dem Admin-Konto. Kategorie Web-UI, dort können wir die Kacheln anpassen, die wir vorhin draußen im Hauptbildschirm gesehen haben. Das ist jetzt nicht so wichtig für mich, da ich das Web-Interface nicht so oft nutze, aber ja, hier sind einige Funktionen, die wir dann von da aus direkt in groß auslösen können. Datums- und Uhrzeiteinstellungen haben wir vorhin schon im Ersteinrichtungsassistenten getätigt, kann natürlich auch von einem Zeitserver bezogen werden, die Uhrzeit. Und das ganze Web-Interface hier gibt es natürlich auch in mehreren Sprachen, steht jetzt auf Deutsch. Ja, so viele sind es gar nicht. Englisch, Französisch, Chinesisch und Polnisch, immerhin 5 Stück insgesamt. Das System-Logbuch, dort sehen wir Ereignisse wie zum Beispiel Logins, die wir hier getätigt haben, natürlich auf die Oberfläche, aber auch zum Beispiel das Umschalten der Nachtsicht. Können wir zum Beispiel sehen, dass die komischerweise um 1.03 Uhr nachts in den Tagesmodus und um 15.25 Uhr schon in den Nachtmodus geschaltet hat. Kann aber sein, da es in diesen Tagen tatsächlich sehr dunkel und bewölkt war. Firmware-Update kann und sollte auch ausgeführt werden. Wir sehen nämlich hier schon, dass zwar nicht für die Systemsoftware, aber für die Web-Oberfläche hier ein Update verfügbar ist. Das werde ich gleich im Anschluss an das Video hier direkt ausführen. Die ganzen Einstellungen dieser Oberfläche hier können gesichert und anschließend wieder importiert werden. Die Kamera kann neu gestartet und in die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Und wir können sogar einen täglichen automatischen Neustart aktivieren, um ja zum Beispiel zu verhindern, dass sich die Kamera auffängt oder sowas. Sowas kann manchmal nach wochenlangem Betrieb passieren. In der Kategorie Cloud können wir unser Cloud-Konto, wenn wir das eingerichtet haben, bei Insta mit unserer Kamera verbinden. Hier würden wir dann hier können wir uns erstmal registrieren und genau hier würden wir dann unsere Cloud-Zugangsdaten eintragen, worauf dann die Kamera im Alarmfall oder als Daueraufzeichnung zum Beispiel auch Daten hochschieben könnte. Das gibt es dann hier schon ab wenigen Euro im Monat. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr da nicht auf lokalen Speicher setzen möchtet. Hier unten noch die Social-Media-Links von Insta und sowas. Das sollte jetzt für uns erstmal uninteressant sein. Damit habe ich euch jetzt die Einstellungen komplett gezeigt. Ich habe jetzt hier mal die Insta-Vision-App gestartet. Da kann ich eine Kamera hinzufügen. Übrigens erfreulicherweise ohne, dass ich mir einen Account oder irgendwas erstellen muss. Kann jetzt hier auch die Ersteinrichtung vornehmen, sprich wenn die Kamera noch nicht in meinem Netzwerk integriert ist. Das haben wir ja jetzt gerade schon vom PC aus getan. Deswegen wähle ich hier die zweite Option aus. Neue Kamera hinzufügen. Und hier haben wir jetzt eben die zwei Möglichkeiten, das über diese P2P-ID zu tun, die wir ja eben im Webinterface angezeigt bekommen haben, oder über die Dynamic DNS-Adresse, die wir auch von Insta bereitgestellt bekommen. Ich mache das jetzt in dem Fall mal über die P2P-Variante. Dann sollen wir ganz genau den QR-Code mal eben hier scannen aus dem Webinterface. Das habe ich schon geöffnet. So, das hat er gemacht. Und mal schauen, was er hier hat. Genau, die Insta 9020 Full HD Admin und das Passwort hat er auch schon eingetragen. Was können wir hier noch machen? Achso, Kamera anderer Hersteller können wir hier auch noch einbinden. Okay, das ist eine Insta P2P Kamera, die können wir hier testen und das Bild sollte eigentlich kommen. Da ist es, Test ist erfolgreich, deswegen kann ich hier oben die kleine Diskette nehmen
und das Ganze abspeichern. Ja, und so sieht dann die Insta-App aus. Da können wir, wie gesagt, auch Kameras anderer Hersteller einbinden und dann jetzt hier auf das Live-Bild unserer 9020 zugreifen. Ja, und hier in der App haben wir dann noch die ganzen Möglichkeiten, die Kamera zu schwenken, wie wir das gerade auch schon im Webinterface am PC hatten. Und natürlich auch zu zoomen. Außerdem können wir hier die Infrarotbeleuchtung, das Mikrofon, die Tonübertragung und so weiter einstellen. Da kommt der Zoom, wenn auch ganz, ganz langsam. Da müssen wir dann anschließend... Nee, das war gar nicht der Zoom, das war die Scharfstellung. Die können wir nämlich auch manuell vornehmen. Genau wie auch im Webinterface. Jetzt könnt ihr sehen, jetzt wird das Bild wieder schön knackig scharf. Zoomstufe war hier oben, ganz genau, mit den Lupen. Hier können wir ein Standbild aufzeichnen, ein Bewegtbild aufzeichnen, Push-Benachrichtigungen aktivieren, auf diese App hier, auf unser Handy und hier auch in die Einstellungen gehen. Ja, da haben wir sogar noch ein paar Möglichkeiten, die Bildparameter wie Helligkeit, Kontrast und so weiter einzustellen. Außerdem können wir hier den mobilen Modus aktivieren, sprich also die niedrige Auflösung, den niedrigen Videostream mit kleinerer Auflösung und kleinerer Bildwiederholrate, zum Beispiel für mobile Datenverbindungen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Hier noch der obligatorische RTSP-Test, also der Empfang des Live-Bilds über das Realtime-Streaming-Protokoll. Eine von verschiedenen Möglichkeiten, das Bild von dieser Kamera zu empfangen. Nicht nur deswegen ein wirklich beeindruckendes und vielseitiges Gerät und eines der dicksten Modelle, auch schon mal rein von der Verarbeitung her, die ich je in den Händen hatte. Ausstattung ist hardware- und softwaremäßig top. Lässt für mich keine Wünsche offen, besonders natürlich so Luxus-Features wie der optische Zoom sind super klasse. Allerdings reißt sie natürlich auch ein ziemliches Loch in den Geldbeutel. Im Grunde für das Einsatzgebiet hier auf so einem einfachen Hof auch vielleicht etwas Overkill. Wahrscheinlich eher was für wirklich große Areale, Parkplätze und sowas. Gerade auch durch die eingebaute Routenfunktion, die die Kamera automatisch verschiedene Positionen abfahren lässt. Ja, ich höre jetzt auf, sonst habe ich, glaube ich, gleich einen neuen Rekord, was die Videolänge betrifft, aufgestellt hier auf meinem Kanal. Ich danke euch erstmal für die Zeit, die ihr euch genommen habt bis hierhin. Hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit diesen Informationen weiterhelfen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag, eine gute Nacht und eine schöne Weihnachtszeit, was auch immer ihr gerade so Feines treibt und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!